Stadtentwicklung und Finanzen, zwei Ressorts im Senat, die zuletzt wiederholt vor allem durch eins auffielen, durch die besondere Anspannung der Chefs im Umgang miteinander. Insbesondere bei der Frage, wie man mit landeseigenen Grundstücken weiter verfahren soll. Worüber auch die SPD-Fraktion heftig mit dem Finanzsenator diskutiert hat. Heute sollte der nun ein neues Konzept vorlegen zur Verkaufspolitik des Liegenschaftsfonds. Die erste Erkenntnis dazu lautet: Mit dem Streit ist jetzt, also zumindest heute, Schluss. Alles Weitere erläutert Rainer Lechner. Ist es Zweckoptimismus oder Überzeugung? Der Finanzsenator präsentierte am Mittag sein neues Liegenschaftskonzept als einvernehmliches Produkt der rot-schwarzen Koalition. Wichtigstes Instrument im Umgang mit dem Landesvermögen soll der Portfolioausschuss werden. Er analysiert alle Grundstücke und klassifiziert sie als unverkäufliches Fachvermögen, auf das Berlin nicht verzichten kann, als Grundstücke mit der Perspektive, künftig kulturell, stadtpolitisch oder wirtschaftlich gebraucht zu werden, und als Grundstücke ohne solche Aussichten. Nur diese sollen dann in den Liegenschaftsfonds überführt werden. Aber wer entscheidet im Ausschuss über die Zuordnung? Da sitzen alle Fachverwaltungen drin und es geht darum, dass dann auch eine Schulsenatorin sich einbringen kann, dass nicht plötzlich ein Grundstück verkauft wird, was mal eine Kita oder eine Schule werden soll. Da sitzt auch die Wirtschaftssenatorin drin, damit wir auch weiter Grundstücke behalten, die wir für die Wirtschaftsförderung brauchen. Deswegen sind alle Fachverwaltungen beteiligt. Aktuell nicht benötigte Grundstücke landen nach dem neuen Konzept nicht mehr automatisch beim Liegenschaftsfonds. Wenn sie ihm übergeben werden, hält der Finanzsenator aber an seiner bisherigen Linie fest. Wenn ich mal gesagt habe, ich verkaufe etwas, dann möchte ich es auch zu dem höchsten Wert verkaufen, den ich erzielen kann, denn Berlin hat nichts zu verschenken. Im Prinzip jedenfalls. Mit begründeten Ausnahmen. Bisher wurden schon Grundstücke für den Wohnungsbau unter Marktpreis zur Verfügung gestellt. Künftig soll das auch für andere Nutzungen möglich sein. Zum Festpreis für das beste Konzept. Ist der Streit mit der SPD-Fraktion im Abgeordnetenhaus damit beendet? Es ist ein Fortschritt, dass wir zu einer Klassifizierung kommen. Was wollen wir langfristig halten, was nur kurzfristig und wer soll dort mitreden? Für uns ist aber sehr wichtig, wir wollen, zumindest die Stadtentwickler, wollen ganz klar weg von der eigentlichen Verkaufslogik, dass wir immer alles verkaufen müssen. Für uns sollen Pachtverträge und Erbpachtverträge im Vordergrund stehen. Und da müssen wir schauen, ist das schon in der Vorlage so entsprechend drin? Ich glaube, da wird es noch Diskussionen geben und das werden wir auch noch intensiv bei uns in der Fraktion diskutieren. Ausgeklammert aus dem neuen Konzept Grundstücke von Eigenbetrieben, wie das der Berliner Stadtreinigung, das der Kulturbetrieb Kater Holz sich gern günstig bekäme. Die Rechtslage erlaube hier nur den Verkauf zum Höchstpreis. Für uns gehören ganz klar auch die Grundstücke, die den landeseigenen Gesellschaften gehören, in diese ganze Betrachtung hinein. Wir würden uns das sehr wünschen und wir sind auch schon dabei, dafür entsprechende Gesetzesänderungen vorzubereiten. Der Streit zwischen SPD-Fraktion und Senat mag etwas entschärft sein, aber die Grundstückspolitik bleibt eine Baustelle.